Boilies gibt's heute. Boilies mit naturfreundlicher Verpackung. Bisschen ausgelaufen. Das ist jetzt... Das haben wir nicht gesehen. Pop-Bobs. Meine Damen und Herren, ich darf präsentieren Boilies der Firma Concept for You. Das sind gar keine Boilies, das ist Groundbait. Aber das sind Boilies. For the biggest way. Wer kennt Concept for You? Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, mich würde es einfach mal interessieren. Ob ihr Concept for You kennt. Concept for You ist garantiert keine Firma, die neu aus dem Boden gestampft wurde, wo man jetzt sagt, oh, schon wieder eine Boilie-Firma. Nee, Concept for You ist schon sehr, sehr lange am Start und dabei. Ich erinnere mich, dass sie sogar ziemlich groß waren, als ich so mit dem Karpfenangeln angefangen habe. Ungefähr 2003 war das der Fall. Irgendwann wird es dann still um die. Ich habe aber mit den Jungs gesprochen, natürlich im Vorfeld. Der Mann hinter Concept for You, Gregor, hat mir allerdings erzählt, dass sie sehr, sehr viel für andere Firmen abrollen. Jetzt aber wieder in ihre Eigenmarke mit Herzblut und mit großen Ambitionen reinpushen wollen, weil ihm daran was gelegen ist. Er hat sich nichts Geringeres vorgenommen, als industriell Köder zu fertigen, die wie selbst gemacht sind, nur noch besser. Also er behauptet, unrollbare Mixe zu rollen. Was ist das? Was ist ein unrollbarer Mix? Ich verstehe als ehemaliger Selberroller unter einem unrollbaren Mix. Ein Mix, in dem man alles reinpusht und macht und tut, was man furchtbar gerne in einem Mix drin hätte, weil es halt in der Komposition vielversprechend klingt, aber sich dann nachher ultra scheiße bis gar nicht abrollen lässt. Heißt, der Mix vermatscht beim Rollen oder die Boilies rollen sich auf und so weiter und so fort. Also, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, rollt er genau die Mixe, die er haben will, mit genau den Zutaten und kriegt das auch einfach hin, wo andere versagen würden. Das ist jetzt reine Interpretation. Also ich würde sagen, gucken wir uns mal an, was in dieser umweltfreundlichen Tüte... Übrigens, ich muss es jetzt nochmal loben. Ich finde es cool, das ist wie so Kaffeetüten. Und wohl auch recycelbar, steht aber mehr dazu auf der Website. Schaut mal nach unter Concept for You. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf jeden Fall mal einen Eindruck von dem Bait. Groundbait, Pop-Ups und Liquid beiseite. Kommen wir gleich noch dazu. Schauen wir uns mal den Köder an. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen ausgelaufen. Aber was soll's. Oh, da riecht's aber nach Muscheln und Meer. Fischig und Knoblauch. Was mir gleich auffällt, der Köder ist recht weich. Also ein recht weicher Köder. Und er ist eingesalzen. Ein gesalzener Köder. Tatsächlich empfiehlt er auf der Homepage auch, diesen Köder, wenn man ihn über 10 Stunden fischen will, ein paar Tage vorher zu trocknen, denn er ist sehr, sehr löslich, aber bewusst darauf ausgelegt, unter Wasser sehr stark zu arbeiten. Bewusst wurde hier auch auf Kohlenhydrate im weitesten Sinne verzichtet. Es sind gerade mal 10% Weichweizengrieß drinne und ansonsten nur hochwertige Zutaten. Es ist eine lange Liste, die ich jetzt einfach mal ganz kurz runterratter, denn ich finde es sehr, sehr beeindruckend, was da alles drin stecken soll. 38% Muschelfleisch, dennoch zusätzlich GLM, Fischproteine und Proteinextrakte, Krillmehl,
Milchproteine, ganzer und zerdrückter Hanf, also Hanfsaat, Birdfood von Heath, ein Vitamin- und Mineralstoffkomplex sowie ein Aminosäurekomplex. Das Ganze wird nicht gekocht, sondern schonend gegart, um die Inhaltsstoffe zu erhalten. Tja, und erhältlich ist das Ganze unter dem Namen Green Muscle Supreme. Kostet 16,90 für 1,5 Kilo, bedeutet einen Kilopreis von 11,13 Euro. Wenn das alles da drin ist, was hier drauf steht, dann ist das durchaus ein fairer Preis. Definitiv interessant. Dazu gibt es die passenden Pop-Ups. In rund und auch als Dumbbells. Liquid. Wow. Und wie vorhin schon angesprochen, das passende Groundbait, das kostet übrigens 12,40 Euro für 1,5 Kilo. Das Liquid 13,40 Euro, es steht auch drauf. Und die Pop-Ups 7,80 Euro. Werfen wir nochmal einen Blick ins Groundbait. Oh, das sieht geil aus. Boah, riecht auch irgendwie total gemüsig. Könnt ihr es sehen? Da sind so lauter Tierchen auch drin. Und wenn da nur halb so viel drin steckt wie in den Boilies, dem Preis nach zu urteilen, sollte aber nicht gerade weniger drin stecken. Da ist es auch eine ziemlich vielversprechende Angelegenheit. Concept4U bietet seine Köder im Direktvertrieb an. Das heißt, ihr könnt sie auf ihrer Website bestellen und euch mal ein eigenes Bild machen. Ich bin sehr, sehr angenehm überrascht von der Sache hier. Für die meisten Fälle meine Angelei wahrscheinlich einen Tick zu weich. Allerdings weiß ich nicht, wie das Ergebnis ist, wenn man die wirklich wie auf der Website auch empfohlen ein paar Tage trocknet. Für alle, die aber mega instant angeln und schnelle Bisse haben wollen, klingt das hier super interessant. Und demnach, was der Hersteller verspricht, sollte es auch langfristige Erfolge bringen. Denn die Zutaten sind laut Herstellerangaben erste Sahne und der Köder ist frei von künstlichen Konservierungsstoffen. Insofern wird da auch auf die Gesundheit der Fische geachtet, was laut Firmenphilosophie auch definitiv einen wichtigen Punkt für die Firma Concept4U darstellt. Wir werden in Zukunft sicherlich auch mal die Möglichkeit haben, uns selbst ein Bild über diese Köder am Wasser zu machen. Dieses Paket allerdings, wie es hier steht, wird jetzt erstmal verlost. Schreibt wie immer in die Kommentare unten, wo wollt ihr das einsetzen und was habt ihr vor, damit zu fangen. Wir verlosen dann unter allen Antworten dieses Paket, bestehend aus 1,5 Kilo Boilies, 1,5 Kilo Groundbait, Pop-Ups rund, Pop-Ups in Dumbbellform und dem passenden GLM Liquid von Concept4U. Wie in jedem Unboxing geht dieser Preis also an mindestens einen glücklichen Gewinner. Wenn ihr zukünftig Unboxings und die daran geknüpften Verlosungen nicht verpassen möchtet, bitte da oben abonnieren. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Gewinnspiel und beim Ausprobieren.